Alhamdulillah, dass wir heute hier sind, bei dem schönen Wetter. Gibt es auch mehr Hasanat, inshallah. Inna izam al-jazai, ma izam al-bala. Umso härter die Probe, umso größer die Belohnung, inshallah. Auf jeden Fall freue ich mich, heute hier zu sein, alhamdulillah. Die Tage ist ein Brief rumgegangen von der Stadt Bonn. Ich lese das mal kurz vor. Wegen dem bösen Pierre Vogel. Übrigens erstmal ganz am Anfang, liebe Geschwister, lasst euch von keinem provozieren, ja? Wenn einer hier kommt mit irgendwelchen Bildern oder irgendwelchen Sachen, lasst ihn links liegen und sagt, oh Allah, kümmere dich um ihn. So einfach ist das, ja? Nur damit man Bescheid weiß. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Medien und andere Wege haben Sie möglicherweise bereits erfahren, dass Pierre Vogel am 7. Dezember 2013 voraussichtlich von 14 bis 17 Uhr eine öffentliche Veranstaltung in Tannenbusch abhalten wird. Hierzu erreichen uns zahlreiche Anfragen. Pierre Vogel ist schon öfter in Bonn gewesen. Seine Zielgruppen sind Jugendliche und junge Erwachsene. Also meine Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen. Nelson Mandela, der leider gestern gestorben ist. Ich hoffe, dass er noch den Islam angenommen hat. Alle Menschen sind unsere Zielgruppen, weil wir glauben, dass der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, mit dem Islam als Barmherzigkeit geschickt wurde. Allah sagt im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur gesandt als Barmherzigkeit für die Welten. Und da wir glauben, dass dies der wahre Weg zu Gott ist, wünschen wir uns für jeden Menschen, dass er diesen Weg geht. Wünschen wir uns von jedem Menschen, dass er diesen Weg erkennt. Und deswegen kommen wir, das ist auch ein Grund, warum wir hier sind, weil halt viele Lügen über den Islam erzählt werden, weil es auch viele Muslime gibt, die ein schlechtes Bild für den Islam abgeben, beziehungsweise das Bild des Islams schlecht darstellen. Deswegen sind wir hier, um bestimmte Kritikpunkte abzuwehren. Auf jeden Fall weiter. Die per Internet in Seminaren, aber auch bei Besuchen in Stadtteilen, entweder in kleiner Runde oder bei größeren öffentlichen Veranstaltungen zu erreichen sucht. Pierre Vogel ruft, in Klammern, nach allem, was wir wissen, nicht zu Gewalt auf. Das ist doch schon mal schön, ne? Normalerweise müssen wir doch Geld geben, ne? Wir rufen nicht zu Gewalt auf, sondern ganz im Gegenteil, lieb zu sein. Aber seine Auftritte und Aufrufe führen dazu, dass junge Muslime sich von unserer Gesellschaft abwenden. Frau Coletta Mannemann. Ich schlage Ihnen vor, Frau Coletta Mannemann, vielleicht können wir uns ja mal zu einem Tee oder einem Kaffee zusammensetzen und dann können Sie mir mal erklären, was Sie damit genau meinen. Aber leider, leider wird immer hintenrum an andere Leute, werden hintenrum andere Leute kontaktiert, anstatt die betreffende Person sofort zu kontaktieren, aber egal. Er erzeugt eine aggressive Stimmung gegen Anders- und Nichtgläubige. Also bei uns ist noch nie was passiert bei einer Veranstaltung. Man kann ja heute selber gucken, ob hier eine aggressive Stimmung gegen Anders- und Nichtgläubige geschürt wird. Bei vielen muslimischen Jugendlichen das Gefühl, von dieser Gesellschaft ausgegrenzt zu werden und nicht dazu zu gehören. Also ich bin schuld daran, dass viele muslimische Jugendliche sich von dieser Gesellschaft ausgegrenzt fühlen. Wer ist alles Muslim hier? Okay, alle Hände hochlassen, die Muslime sind. So. Wer der Meinung ist, dass ich daran schuld bin, dass sich welche ausgegrenzt fühlen, bitte die Hände runternehmen. Ich bin schuld dran. Alhamdulillah. Also ich habe jetzt keinen gesehen, der Meinung ist. Aber einen Sündenbock sucht man ja gerne. Vielleicht sind es auch die Behörden schuld, ja? Vielleicht sind es auch die Behörden schuld, wenn die Kinder beispielsweise in der Schule dazu gezwungen werden, Dinge zu machen, auf die sie keinen Bock haben. Ja? Nikolaus, Weihnachtsmann, San Martin, dies, das. Und wenn du nicht mitmachst, dann bist du nicht integriert. Dann könnte sich das auf die Note auswirken und so weiter. Ja? Genauso sieht es nämlich aus. Und ich weiß, ich sehe schon einige, sind am Lachen dabei. Ja, da kann ich nichts für. Ich will mal eine Sache sagen. In Ägypten, ja, da gibt es hunderte christliche Schulen. Man braucht nur ins Internet reinzugehen. Man soll einfach, wenn mir einer nicht glaubt, er soll ins Internet reingehen und einfach mal deutsche evangelische Oberschule beispielsweise in Kairo eingeben.
Es gibt überall Hunderte in den großen Städten christliche Schulen. Wie viele muslimische Schulen haben wir in Deutschland? Ich kenne eine. Und eine andere, die zugemacht worden ist. Weil ein Imam wohl etwas Falsches gesagt hat. Keine Diskussion, Ende aus, Mickey Maus. Und dann wundert man sich, wenn sich Leute ausgegrenzt fühlen, wenn man das Gefühl hat, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, aber wehe dem jemand formuliert das auch oder veröffentlicht das, da wird man sofort fuchsteufelswild. Da geht man sofort die Decke hoch. So, junge Muslime in Bonn sind Teil unserer Gesellschaft. Viele Institutionen, Organisationen, Einzelpersonen, auch die Stadt Bonn selbst setzen sich dafür ein, die Integration und Partizipation der Jugendlichen zu stärken. Das ist und bleibt eine wichtige Aufgabe, damit wir muslimische Jugendliche nicht an radikale Gruppen verlieren. Auch viele muslimische Vereine und Gemeinden, Einzelpersonen wie Multiplikatoren und natürlich viele Eltern distanzieren sich ganz klar vom politisch radikalen Salafismus. Der politisch radikale Salafismus, den sie selber definiert haben, dann haben sie diese Definition auf uns projiziert und dann sind wir die Schuldigen. So. Sind hier heute muslimische Vereine, Gemeinden, ja, sind hier Leute von muslimischen Vereinen oder Gemeinden, die sich gegen uns, die gegen uns agieren? Von muslimischen Vereinen? Gibt es hier jemanden? Nein. Schade. Ja? Gibt es jemanden? Ne? Schade. Weil wenn man gegen uns agiert, dann müsste man uns ja auch erzählen, was man gegen uns hat, oder? Ist doch eigentlich ganz einfach, aber das Problem ist ja, dass man gut aussehen will bei den Behörden. Dann kommen die Behörden, ja, also diese Salafisten, die sind ja ganz radikal. Ja, ja, also da haben wir nichts mit zu tun. Da distanzieren wir uns. Ja. Wovon distanziert ihr euch denn? Distanziert ihr euch davon, weil wir gegen Ehrenmord geredet haben? Weil wir gegen Zwangsheirat gesprochen haben? Weil wir da die Muslime dazu aufgerufen haben, nicht zu stehlen, nicht zu rauben, keinen abzuziehen, nicht zu vergewaltigen, nicht zu morden? Distanziert ihr euch davon? Okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Auch viele muslimische... Warum immer das lächerlich machen? Warum machen Sie das lächerlich, frage ich mich. Wie, was machst du denn hier lächerlich? Ich habe gesagt, er soll es aufschreiben. Ist da was Schlimmes? Nein, danach dieses dumme Lachen. Okay, ich lasse das beim nächsten Mal. Kein Problem. Schauen Sie mal, ich bin hier nicht für einen Dialog mit Ihnen da. Ich bin hier da, um einen Vortrag zu halten. Falls Ihnen das noch nicht aufgefallen ist. Das ist und bleibt eine wichtige Aufgabe, damit wir muslimische Nicht umsonst arbeiten Sie und wir an vielen Stellen in unserer Stadt eng und gut mit Muslimen zusammen. Gerade die unter den Muslimen, die klar Position beziehen, die Wert auf fundierte religiöse Bildung legen. Wert auf fundierte religiöse Bildung, mashallah. Und die vor salafistischen Gruppen warnen, stehen selbst im Fokus von Pierre Vogel und anderen. Da ist es wichtig, aufmerksam zuzuhören und wahrzunehmen, welche Haltung muslimische Mitbürgerinnen haben. Und Jugendliche, die Pierre Vogel sehen und erleben möchten, teilen deshalb nicht unbedingt alles, was er sagt. Das haben wir auch schon gedacht. Und werden nicht automatisch zu Anhängern Vogels. Aber eines trifft auf jeden Fall zu. Sie unterschätzen, je jünger sie sind, dass sie mit ihm, mit ihrer Teilnahme, die von ihm gewünschte Kulisse bieten und sich möglicherweise dauerhaft in YouTube wiederfinden. So, damit soll man die Jugendlichen davon abhalten, heute hier hinzukommen. Das ist der Weg. In diesem Sinne bitte ich Sie, auf muslimische Jugendliche und junge Erwachsene einzuwirken an der Veranstaltung von Pierre Vogel am 7. Dezember 2013 nicht teilzunehmen. Meinungsfreiheit ist, wenn man dafür sorgt, dass dem anderen nicht zugehört wird. Okay. Suchen Sie das Gespräch mit den jungen Muslimen und ihrem Umfeld. Sprechen Sie mit ihnen über Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Fragen Sie nach ihrer Religion danach, was Ihnen dabei wichtig ist. Nehmen Sie sie ernst und bestärken Sie sie darin, sich zugehörig zu fühlen in Bonn. Thematisieren Sie auch Diskriminierung und Benachteiligung. Nur so können wir die Jugendlichen stärken und ermutigen, auf die schlichten Botschaften radikaler nicht hereinzufallen. Das sind schlichte Botschaften. Das ist aber auch eine schlichte Botschaft, alhamdulillah. Aber auf jeden Fall, das Thema von heute, nur damit man sieht, wie gearbeitet wird. Damit ihr auch seht, man versucht immer, die Leute von uns wegzuhalten.